the way you curse. When you sit down, it's wild how you sit. Grind your heel in the ground, the groovy way you spit. Ooh, you look good. Like a bad girl should. When I need love, I love how you feel. When I need dope, I love how you steal. I love your sick way you think. The way your perfume makes you stink. Like a bad girl should. Jetzt auf die Bremse. Genau. Okay. Dann schalte ich gerade im Vorwärtsgang und jetzt rollt das schon an. Und rechts neben dran, das ist Gaspedal. Aha! Also, auf deinem Sofa möchte ich ja auch mal gerne sitzen. Ach Gott, ist das bequem. Gibt's ja gar nicht. Was ist das denn für ein heißes Geschoss hier? Das ist ein De Soto, Baujahr 1951. Ja. Und der kommt aus New York gleich hierher. Das heißt, du hast den importieren lassen. Richtig. Der wurde dort verschifft. Hier. Ich hole mir Inspiration bei den ganz Kleinen, bei den Kindern. Ah, jawohl, sehr gut. Ganz genau. Ich werde meine erste Brazilian Jiu-Jitsu-Stunde haben. Ui. Und den Anfang mache ich jetzt beim Mixed Martial Arts. Ich sehe, ohne es wirklich zu wissen, ganz viele verschiedene Sportarten in diesem Käfig. Inwiefern hat es was mit Kickboxen zu tun? Ist es viel mit? Schritt nach vorn. Und dann bringen Sie nach vorn. Sehr gut. Wie macht ihr das immer so elegant, sowas, ne? Ja, normalerweise. Ich hätte sie jetzt auch aufgehalten, weißt du? Der Gentleman, danke, danke. Stark gekämpft, ihr beiden, mein lieber Mann. Wieder hoch. Eine Minute. Und los geht's. Und Tempo! Auf! Ach, Tempo! Machst du das hinter die Grenze an einen See in Lothringen an den Stockweier zum Abkühlen? Nämlich ein neues Museum eröffnet. Ja. Außerdem kann man hier Segelkurse machen. Uah. Über Nacht bleiben, Tiere beobachten und mittendrin sein. Das ist ein irres Konzept. Oh, ich unterzugehen mit dir. Zwar ein Leichtgewicht. Soll mich hier festhalten? Ja. Das kannst du ruhig machen. Ja. Ja. Eine Galionsfigur, da hängt sie.
Und jetzt geht's. Mein Paket ist geschnürt. Und jetzt geht's weiter. Es wird nämlich hochprozentig. Ab zum Gin-Tasting. Ferdinands, ein saarländisches Gin-Produkt, das schon längst über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist. Vom Glas halt. Ein gutes Tonic Water, handvoll. Und das ist dann, wie viel ist das dann? Jetzt haben wir so um die 6 cl, das ist so ein bisschen Geschmackssache. Und so hast du gemacht. Genau. Und dann kannst du die Hälfte in deinen Drink machen. Will ich rein? Einfach rein. Okay, flupp. Pfui. Oh, oh. Das ist ein komplett anderer Geschmack. Fruchtiger, milder. Mhm. Und es fühlt sich so an, als hätte es nichts mit Gin. Also wenn ich heute eins gelernt habe, dann dass man im Saarland nicht durstig bleiben muss. Mein Favorit am Ende des Tages ist und bleibt die Limo.